Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Young. Wir haben Rashid gefunden. Ich speichere zur Sicherheit nochmal. Und... Ach komm, was ist denn jetzt los, Asi? Wie soll denn sonst der Weg sein? Ach, guck mal an. Für ein Seil machen wir das doch. Da können wir schon wieder was herstellen, oder? Aktuell sieht es ja ganz gut aus, oder? Komm, ich mache trotzdem erst noch mal einen Rucksack. Also nächste mache ich dann auf jeden Fall noch mal einen Gürtel. Hallo, könnt ihr mal die Goschen halten? Ja, weiß ich auch nicht, ey. Irgendwie gibt uns das Spiel immer so Optionen, ne? Ihr seht das. Entweder laufe ich jetzt halt hier unten lang, oder ich mache halt hier den Parcoursmeister und gehe hier lang. Weißt du, der Küstenturm, ey. Na gut, dann haben wir natürlich voll den Verkehrten auf dem Schirm gehabt. Geh den Turm hinunter. Wow, das ist das erste Mal, dass wir hier so Kakteen sehen, oder? Hold on. That's the coastal tower marked on the map. Must be the way to get down from here and reach the shore below. Ist denn unsere... Also bin ich jetzt hier, oder was? Oder bin ich hier? Bin leicht verwirrt. Na gut, wir werden es herausfinden. Okay, jetzt schon mal zu. Ja, wir werden hier gleich parkourmäßig hochsmashen müssen, aber... Ich würde ganz gerne erst einmal... Okay, da unten ist ein Bootspier, da ist nochmal ein Gebäude. Okay, okay, sehr interessant hier. Na gut. Parkouren wir uns mal hier hoch. Wer hätte es gedacht? Ach, du ahnst es nicht. Wow. Also wenn du den schaffst, dann aber Respekt, Hasi. Haben wir noch einen anderen hier? Alter, Benny. Ja, und jetzt? Lassen wir erstmal los. Wie lassen wir denn los? Lass doch mal los, dass du hier runter... Das ist wahrscheinlich der Endturm, ha? Ach du Kacke. Ja. Komm, zieh dich hoch! So, und nun?
Eieiei. Okay, da geht's auf jeden Fall weiter, aber was ist auf der anderen Seite? Okay, das ist gar nichts, alles klar. Alles Klärchen, Pupärchen. Was ist da denn noch, ey? Oh, oh, oh. Ei, 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 ei. Das wird wieder eine knifflige Angelegenheit, ey. Ja, das Problem ist, ich weiß halt nicht, das könnte halt auch ohne Sprinten reichen. Das weiß ich aber nicht. Nein! Boah, wie soll ich denn da rüberkommen? Schaffe ich nicht. Cool. Das sieht nicht weiter aus wie das, ne? Ei. Cute. Das ist nicht gut. Probieren wir den hier auch ohne Sprinten. Weil der geht nicht ohne Sprinten. Nein, das kann man vergessen. Wir müssen sprinten. Ja, das Problem ist, dass der nochmal hochgeht. Aber gibt es einen anderen Weg? Keine Ahnung, wie ich. Keine Chance, den schaffe ich nicht. Tja, keine Ahnung, ey. Ich dachte, hier geht's vielleicht weiter, aber nicht der Fall. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt abstürzen, sind wir tot, ne? Aber gut, wir haben eh da unten gespeichert. Also von daher. Alter Belly. Vielleicht wäre es besser gewesen, nochmal zu sterben. Dann hätten wir nicht so viel Heilung verschwendet. Aber wir safen. Big Save und wir können auch mal richtig safen. Da.
Naja gut, was haben wir denn jetzt noch an Heilung? Was könnten wir denn herstellen? So, wir können auch mal was trinken. Okay. Wow. So, da sind wir erstmal einigermaßen on the road hier. Widerlich warm, stellt etwas Situation her. Die Flasche ist leer. Okay. Ist hier eigentlich wieder alles los? Arbeiter, sozialistische Utopie. Schau sie dir mal an. Ich kann sie von hier deutlich sehen, wie kleine weiße Ameisen, die im Olivenhain kriechen. Sie leben ihr bukolisches Leben, ohne jemand zu hinterfragen, was sich der eher sozialistischen Utopie versteckt. Bukolisch sagt mir gar nichts, Leute. Ich bin ungebildet. Die Wächter haben uns wie sie bekleidet, um sicherzugehen, dass sie keinen Grund zum Verdacht haben. Lächerlich. Manchmal würde ich gerne schreien, um sie aus ihrem wahnhaften Traum zu reißen. Aber ich werde nichts tun. Trotz allem ist mein Leben mir zu wichtig. Okay. So, ich frage mich halt. Nicht umsonst gespeichert. Ich frage mich halt, wofür an der Seite noch diese Griffe drin sind da. Aber gut. Na gut, vielleicht müssen wir den ganzen Mist jetzt nochmal machen. Dann können wir aber das erstmal nutzen zum Trinken. So, dann können wir mal eben was herstellen. So, vielleicht finden wir hier noch irgendwie Essen oder sowas. Speichern nochmal eben. Okay. Problem ist, unser Knüppel ist auch bald durch. Ich hoffe halt, dass wir hier irgendwie. Irgendwie nochmal so ein Schnellreisemoped haben. Okay, es gibt einmal den Außenweg und der andere, der parcoursmäßige, ist innen. Hat die Frage. Ob da irgendwie geiler Shit ist auf dem Weg nach unten. Wenn wir den Parcoursweg nehmen würden. So, das haben wir schon mal aufgemacht. Perfekt. Hey, finde ich ganz gut. Wir gehen nochmal hoch. Finde ich halt echt ganz cool, so dass du halt oftmals so die Möglichkeiten auch hast, ne? So wie jetzt hier, wie gesagt, wieder latsche ich halt außen rum, alles tutti, easy peasy. Oder aber geh parkourmäßig hier runter. Und werd damit einem Dokument belohnt. Erstes Schiff, 8 Tage. Nicht gut. Okay, nach 8 Tagen hat das erste Schiff gesehen, oder was? Okay, wir können gar nicht hier weiter runter, oder was? Ah, okay, ich dachte. Aber können wir nicht jetzt hier? Nee, da müssen wir bis da oben. Okay. Okay, dann habe ich gerade Scheiße erzählt. Ich dachte, wir könnten da jetzt halt komplett runtergehen. Hier vorne war ja auf jeden Fall nochmal ein Eingang. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal rein.
So. Okay, also muss ich dann wahrscheinlich von unten nach oben gehen, oder was? Ja, ich will jetzt nicht wieder sterben, wenn ich versuche, da dran zu springen. Das wäre jetzt halt auch dumm. Na, komm mal her. Bevor du uns gleich auf den Bommel gehst. Es sind viele hier, ne? Seil ist immer gut. So, da ist er wieder. Flasche, Eisen. Zettelze. Aber es bricht Giftköder. Wilde Hunde verursachen weiterhin Probleme. Wir können es uns nicht mehr leisten, wegen ihnen Zeit zu verlieren. Da beschlossen, die gleichen Giftköder zu verwenden, die wir vor einigen Jahren benutzten, die Wölfe in Kiefernwald loszuwerden. Es interessiert mich nicht, ob Bruder 3 sich über den Verlust einiger seiner Welpen beschweren wird. Ich bin mir sicher, du das verstehst, Bruder 2. Lieber Bruder Nummer 1. Ich habe Grund zur Annahme, dass die Arbeiter beim Küstenturm ihre Flucht planen. Ein Soldat brachte eine kurze, auf Altpapier geschriebene Nachricht zu meiner Aufmerksamkeit. Es wurde beobachtet, wie die Arbeiter heimlich diese Notiz weitergaben, bis einer von denen sie zerknüllte und wegwarf. Die Nachricht ist kryptisch, aber sie bezieht sich auf etwas, was in 5 Tagen stattfinden sollte. Ich empfehle, so bald wie möglich zu reagieren. Wenn du mir deine Zustimmung gibst, kümmere ich mich sofort um sie. Ich befürchte aber, dass es bei unseren Geschäften mit der Türkei zu einer leichten Verzögerung kommen könnte. Bruder Nummer 2. Ja, Bruder Nummer 2 ist schon, ist schon auf Zack, ne? Ist das jetzt ein anderer Tunnel hier, oder was? Ja, klar. Okay. Wird. Da sind wir. Aber von da sind wir doch gekommen, ne? Ja, da geht's zur Tür. Hier hätten wir nochmal eine Brechstange. Metall mehr tragen. Ja, und du? Hier sind halt die Kisten im Weg. Ach ja. Stoffen! Können wir, haben wir eigentlich schon mehr 2 Seile? Nee, wa? Okay. Das sieht aber schon schwierig aus, wie du den Leiter runtergehst, ey. Eieiei. Ich bin gespannt, was uns da jetzt erwartet, ey.
jeden Fall ein Brief, ey. Sehr geehrter Offizier, die Einsätze wurden in der festgelegten Zeit abgeschlossen. Ich hoffe, dass unsere Arbeit Ihre Erwartungen erfüllt. Unglücklicherweise kam es zu Schwierigkeiten, den von Ihnen bereitgestellten Arbeitern. Die letzte Lieferung könnte deswegen verzögert werden. Oder Nummer 1. Stoffe, wir brauchen Seile. Ich hätte jetzt gerne einen Speicherpunkt, sonst muss ich selber speichern. Habe ich einen Slot frei? Ja, aber ich kann auf jeden Fall mal was herstellen zum Speichern. Ja. So, falls jetzt hier nichts kommt, werde ich speichern. Aber da ist Wasser, dann ist doch hier bestimmt doch irgendwo ein Speicherpunkt, oder? Ach, hier ist sogar so ein Schnellreisepunkt, wa? Ja, easy peasy, geil. Nice! Und das sogar perfekt zum Folgenende, weil dann kann ich hier nächstes Mal weitermachen. Ich habe nämlich die 5 Folgen voll. So, er speichert auf jeden Fall gerade, das ist sehr gut. Ich guck nur mal eben schon mal hier einmal ganz kurz den ersten Blick. Ich mache jetzt gleich Feierabend. Und ich speichere dann auch nicht nochmal. Nochmal kurz. Das hört sich schon mal tricky an hier. Aber das scheint ja hier noch so eine Sicherheitszone zu sein hier. Da wird es dann weitergehen wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Okay, Leute. Ich weiß auch nicht, wie es dann hier weitergeht, ne? Ob das Spiel dann schon Ende ist oder was? Kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, oder? Ja, wir müssen ja auf jeden Fall noch da zum Turm hoch und so, ne? Bin mal gespannt, wie es hier noch weitergeht. Das war's aber auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Ihr gerne mehr sehen wollt, lasst gerne einen Daumen da, dann weiß ich da Bescheid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche ein paar Folgen wieder. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi!